Die Zusammenarbeit mit dem Komponisten Daniel Peter Biro heißt für das Klangforum, sich auf eine Musik einzulassen, die denken will. Das ist für mich etwas sehr Grundsätzliches beim Komponieren, dass ich meine Gedanken in Tönen schreibe, und das ist eine Metapher für die Welt, worin ich lebe, und für meine Gedanken, für meine Reaktion auf diese Welt. Biro ist ein Ungar, der in Kanada lebt. Er ist ein Jude, der genau beobachtet, was in seiner Heimat und anderswo auf der Welt vor sich geht. Er ist ein Komponist, der die Dinge durchdringen will. So bei dem Stück, das Stück heißt Das Wort, und es ist wirklich eine Untersuchung, wie man von Atem bis zum Singen hinkommt. Auf Hebräisch das Wort ist Hadavar, und das kann auch das Ding heißen. Das heißt, Wort und Singen und Tun und auch Schöpfen, das ist alles eine Einheit. Biros Musik hat nicht den Anspruch, einfach zu sein. Im Gegenteil, er kämpft gegen die Vereinfachung und den Trend zum leicht Konsumierbaren an. Denken und Reflektieren als Widerstand. Es kann schwer sein, es kann aber Erkenntnisse bringen. Es kann eigentlich das Leben verändern. Aber man braucht den Mut, mit dieser Musik sich auseinanderzusetzen.